Hallo und grüße euch dran, Schwein. Wir sind wieder vor unserem Schweineblock. Heute wieder vor unserem Wurf, vor dem Ferkel mit dem Punkt. Ja, die letzte Woche hat schon angefangen für die Sau hier im Kastenstand, für die Ferkel hier in der Ferkelabteil. Am 25. ist das sogenannte Absetzen. Das ist der Moment, wo wir Sau und Ferkel trennen werden. Wer jetzt mal auf den Kalender schaut, sieht, es ist der erste Weihnachtstag. Das ist der Vorteil der Landwirtschaft. Man hat nie Langeweile, es ist immer was zu tun. Aber eigentlich wollte ich euch was anderes zeigen. Und zwar komme ich heute Morgen in den Stall rein. Und da ist jemand Fremdes im Stall. Jemand, der ein Studium zur Landwirtschaft gemacht hat und sich bei der GFS einen Praktikumsplatz besorgt hat und hier meine ganzen Ferkel chippt. Es ist Alexander. Guten Morgen, ja, ich filme gerade direkt. Ja. Ich habe ja schon gesagt, du darfst dir vielleicht ein bisschen was erzählen, was du gerade machst. Ja, ich habe schon gesagt, dass du Alexander bist und bei der GFS bist. Genau, ich mache meine Masterarbeit und bin jetzt gerade dabei, die Ferkel zu chippen, um die Geburtsgewichte entsprechend zu erfassen. Und dann nachher, nach 4 Wochen, wenn die dann von der Sau wegkommen, dann wiege ich sie nochmal und dann kann ich nachher die Leistung erfassen. Wie viel Tageszunahmen haben die Ferkel, um dann nachher Rückschlüsse auf den Eber zu ziehen. Okay. Und was machst du jetzt genau mit dem Ferkel? Vielleicht zeigst du mal an deinem Ferkel? Genau, ich muss mal suchen, wenn ich es noch nicht hatte. Okay, also die sind heute Morgen geboren worden, diese Ferkel? Genau. Das hat auch keine Ohrmarke. Das ja. Setze ich jetzt hier rein und. Und wie geht's? Zeigt mir das entsprechend das Gewicht an des Ferkels. Dann kann ich hiermit den Transponder einlesen. Genau. Wenn ich jetzt den Ferkel einziehe. Das Ferkel als 1 Kilo gewogen ist, ist extrem leicht. Ne? Also ist schon, natürlich schon leicht. Also 1,3 Kilo wäre wünschenswert. Und dann gehen wir hier einfach mal auf Eber, dass wir hier das Geschlecht mit eingeben. Und dann wird entsprechend die Ohrmarke eingezogen. Okay. So. Auf der Ohrmarke steht noch mehr Informationen, das habe ich schon mal gezeigt. Aber ihr seht ja auch unsere Betriebsnummer drauf. Seht ihr? Da ist unsere Betriebsnummer drauf. Und nicht, dass ihr jetzt wieder sagt, das kleine Ferkel hat Schmerzen. Wir müssen diese Ohrmarken einziehen. Das ist Tierkennzeichnung, das müssen wir machen. Genau. Genau. Und damit können wir jetzt quasi das Ferkel von der Geburt ab an bis nachher zum Schlachthof nachverfolgen. Und wissen nachher, was für eine Leistung das Tier gebracht hat und wissen halt immer genau den Stand des Tieres. Genau. Und das lässt auch Rückschlüsse auch auf Eber und auf die Sau zu. Ne? Genau. Wir wissen genau, von welchem Tier das abstammt. Genau. Also welche Mutter gehabt hat und welcher Eber dabei war. Genau. Und entsprechend können wir die komplette Genetik davon ableiten. Ne? Ja, cool. Die GFS ist übrigens die Firma, die stellt uns den Schweinesperma zur Verfügung. Das ist Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung, heißt es genau. Ne? Und die haben Ställe, da sind ganz viele Eber drin. Und von dem beziehen wir unser Schweinesperma. Genau. In Tuben, genau. Und da auch da findet eine Leistungsselektion statt. Und das ist quasi jetzt nochmal so ein Untermauern der einzelnen genau. Leistung der Tiere. Genau, das gehört eigentlich zur Nachkommenprüfung, dieses Ganze. Mal nicht im Stall. Genau, also es gehört zur Nachkommenprüfung, also dieses ganze Geschehen, was wir hier jetzt machen, das macht ja jeder Nachkommenprüfbetrieb normalerweise auch. Genau. Und ich mache jetzt halt nur noch den extra Schritt, dass wir die Geburtsgewichte erfassen und von daher fahre ich jetzt vom Prüfbetrieb zum Prüfbetrieb und wiege die Ferkel. Und siehst eine Menge Betriebe von innen. Genau. Muss auf einmal aufs Video. Genau. So kurz vor Weihnachten. Ja, cool. Dankeschön und ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was lernen. Wir melden uns wieder die Tage mit dem Schweinevlog und immer schön klicken und Daumen hoch. Danke, tschüss. Tschüss.